BAV in der Leistungsphase ein ganz wesentlicher Bestandteil der Arbeitnehmerberatung. Für den Arbeitgeber natürlich auch wichtig, ganz klar, wenn es im Arbeitgebergespräch darum geht, was denn wirklich die Mitarbeiter zu erwarten haben. Aber primär ein Thema für die Arbeitnehmer in der Arbeitnehmerberatung und leider nicht ganz einfach. Die Leistungsphase richtig darzustellen, erfordert schon ein gewisses Know-how. Selbst wenn man das hat, erfordert es leider auch eine Menge Zeit, das genau auszurechnen. Und im Arbeitnehmergespräch habe ich die Zeit meistens nicht. Das heißt, ich brauche das Ganze vorbereitet und das funktioniert im Gespräch hervorragend im Xempus Advisor. Wir haben ja in der Leistungsphase drei wesentliche Themen. Wir haben einmal das Thema Reduzierung der gesetzlichen Rente durch die Entgeltumwandlung. Wir haben ja bereits gelernt, durch Entgeltumwandlung spart der Arbeitnehmer und auch der Arbeitgeber Sozialversicherung ein. Ein Teil davon ist Rentenversicherungsbeiträge. Somit hat natürlich auch der Arbeitnehmer dann später weniger zu erwarten. Das muss ich also in die Gesamtbetrachtung mit einbeziehen. Das zweite ist natürlich die Steuerbelastung. Ganz klar, wer mehr zur Verfügung hat, also gesetzliche Rente plus BAV, muss also auch mehr Steuern bezahlen. Und der dritte Punkt ist die Krankenversicherung. Hier haben wir auch nochmal ein ganz besonderes Thema, nämlich den sogenannten Freibetrag. Der ein oder andere von Ihnen erinnert sich vielleicht noch an die Freigrenze. Das wurde geändert in den Freibetrag und wir schauen uns jetzt gleich mal an, was das in Summe alles für Auswirkungen hat. Ja, fangen wir mit dem ersten Punkt an, die Auswirkung der Entgeltumwandlung auf die gesetzliche Rente. Und hier sehen wir, dass wir ohne BAV in unserem Beispiel 19.104 Euro gesetzliche Rente zu erwarten hätten im Jahr, ja, Jahressumme. Mit BAV reduziert sich das Ganze auf 18.204 Euro in unserem Beispiel. Das heißt, der Mitarbeiter bekommt weniger Rente. Das muss ich berücksichtigen, hatten wir gerade. So, wenn wir uns jetzt die rechte Spalte anschauen, kommt jetzt die BAV dazu. 6.844 Euro in unserem Beispiel bekäme unser Mitarbeiter zusätzlich an BAV. Damit erhöht sich natürlich seine Steuerlast. Von 1.396 in der linken Zeile zu 2.696 mit BAV. Kommen wir zur Krankenversicherung. Bei der Krankenversicherung müssen wir unterscheiden in Beiträgen zu BAV und Beiträgen zur gesetzlichen Rente, weil die gesetzliche Rente nur mit dem hälftigen Beitrag belastet wird, die BAV aber mit dem vollen. Das diskutiert man auch immer wieder. Das ist der aktuelle Stand. Dementsprechend müssen wir auch das Ganze getrennt berücksichtigen. Somit sinkt natürlich der Beitrag auf die gesetzliche Rente gegenüber der Situation ohne BAV, weil ja auch die gesetzliche Rente weniger wird. Aber ich habe natürlich die zusätzliche Position KV-Beitrag auf die BAV. Und hier haben wir jetzt 769,68. Das Ganze in blau markiert, weil wir natürlich den Freibetrag berücksichtigen. Es gibt zwischenzeitlich einen Freibetrag, der ist gekoppelt an die Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt, auch der ändert sich. Und das wäre vielleicht jetzt auch ein Thema für die Tonspur. Wir im Xempus Advisor können natürlich immer nur die aktuellen Werte wiedergeben. Aber unser Mitarbeiter geht ja nicht jetzt in Rente, sondern vielleicht in 20, 30, 40 Jahren. Somit ist davon auszugehen, dass auch dieser Freibetrag über die Jahre hinweg höher werden wird und somit seine Belastung, was die KV-Beträge auf die BAV betrifft, weniger. Wie viel das ist, wissen wir heute nicht, aber den Hinweis könnten Sie im Gespräch natürlich mal geben. Ja, zu guter Letzt die Pflegeversicherung. Auch die wird natürlich auf die BAV entrichtet. Und das war es dann auch schon mit den Abzügen. Ich denke, es ist genug. Und jetzt können wir uns mal anschauen, was hat denn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dann wirklich am Ende? Und wir vergleichen an der Stelle 1.295,77 ohne BAV, netto im Monat zur Verfügung, gesetzliche Rente, zu 1.607,77 Euro mit BAV. Das heißt, es kommt auf jeden Fall mal mehr raus als ohne. Das hätten wir wahrscheinlich auch ohne die Darstellung schon gewusst. Entscheidend
ist aber doch, welche Alternativen hätte ich denn? Das heißt, häufig bekomme ich ja im Laufe der Beratung den Einwand vom Mitarbeiter, dass er sagt, ja, die BAV lohnt sich nicht, ich muss am Ende noch so viel Steuern zahlen, ich muss Krankenversicherung zahlen und ich kriege auch irgendwie noch weniger Rente, will ich nicht. Jetzt sind wir an der Stelle und sagen, okay, wir zeigen ihm das alles auf und wir können sogar auf Knopfdruck das Ganze noch vergleichen mit der privaten Vorsorge. Das heißt, wir tun so, als würde der Mitarbeiter den Aufwand, den er netto gespart hat in die BAV, in eine private Rentenversicherung sparen und hat dann natürlich keine Reduzierung der gesetzlichen Rente, weil er ja auch keine Entgeltumwandlung betreibt. Und er muss auch nur den Ertragsanteil versteuern und auch keine Krankenversicherungsbeiträge entrichten. So viel, so gut. Aber er hat ja auch viel weniger einbezahlt. In der Regel deutlich weniger als die Hälfte. Und das sehen wir jetzt auch. Der Mitarbeiter hat nämlich im Falle der BAV ja 312 Euro mehr in unserem Beispiel als ohne BAV. Wenn er denselben Beitrag, den er netto leistet in die BAV, jetzt privat sparen würde, hätte er nur 235,50. Und an der Stelle kann ich eine ganz einfache Frage stellen, lieber Mitarbeiter. Rechte Spalte oder linke Spalte? 235 oder 312 Euro mehr? Selber Aufwand im Monat, netto. Und das ist die Stelle, an der wir in der Regel die Mitarbeiter dann überzeugen, weil wir valide Zahlen haben, auf Knopfdruck und den Beweis angetreten sind, dass sich die BAV trotz der Reduzierungen, die wir haben, für den Mitarbeiter lohnt.